Hallo Freunde, nach diesem Video wird jetzt wirklich nur noch gemütlich gefahren. Und zwar möchte ich mich ganz, ganz kräftig bedanken bei Julia. Und zwar hat die mir zwei Armlehnen zugeschickt. Die hat sie nämlich sozusagen nicht mehr gebraucht, beziehungsweise hat keine Verwendung mehr dafür gehabt und hat sich gedacht, die kann ich ihm mal zuschicken. Und erstmal ein fettes Danke dafür. Das nächste ist, für diese Armlehnen braucht die bestimmte Halterung an der Rückenlehne des Sitzes. Und auch da kann ich mir heute verdammt viel Arbeit sparen. Und zwar hat Ivo mir die Rücklehne zugeschickt hier und direkt die Halterung eingeschweißt. Und dann fangen wir eigentlich auch direkt mal an. Als allererstes werden wir mal den Sitz von den ganzen Bezügen trennen. So, auch mir können leider irgendwie mal Fehler unterlaufen, beziehungsweise einfach mal, dass es nicht funktioniert. Es ist so, ich habe den Sitz jetzt wieder eingebaut. Ich bin jetzt gerade bei Manuel. Das Video habt ihr vielleicht schon gesehen oder auch noch nicht. Ich weiß nicht, welches zuerst kommt. Das Problem ist, dass die Rückenlehne von Ivo, die er vorbereitet hat, nicht an meinen Sitz passt. Das heißt, der Sitz muss jetzt komplett raus und dann flexen wir sozusagen die Halter, die Ivo mir eingeschweißt hat, von der neuen Rückenlehne sozusagen in diese alte hier. Und dann hoffen wir, dass das Ganze funktioniert. So, als allererstes lösen wir die zwei Torx-Schrauben hier unten an der Sitzauflage. Oh, da! Oh! Oh, die ist guck mal, die ist ja lose, ey. Ja. Die war schon mal raus. Alter, die ist auch wirklich, die hätte ich mit der Hand losschrauben können. Wir haben direkt hier unten die Schienen gelöst von dem ganzen System. Jetzt können wir den Sitz hoffentlich komplett rausnehmen. Jetzt wollen wir das Ganze rückwärts wieder zusammenbasteln. Die Halter sind hier schön dran geschweißt, sogar lackiert. Das macht der Manuel alles ganz ordentlich. Ja, und ich bin super zufrieden auf jeden Fall. Aber das ist auch so, das ist so geil, ne? Hier sind ja die Löcher und so sind schon fertig hier drin. So. So sieht das Ganze jetzt fertig aus, saunemäßig. Läuft wunderbar. Und ich glaube, es sieht ganz gut aus. Jetzt noch den schwarzen Bezug hier drauf. Und wir sind durch mit dem ganzen Thema. Ja, Freunde, ein sehr erfolgreicher Tag ist zu Ende. Das werdet ihr vermutlich zweimal hören, aber die Armlehnen sind jetzt fertig. Und ich bin sehr zufrieden, ist sehr gemütlich. Ich bin ja jetzt anderthalb Stunden noch nach Hause gefahren und echt sahnemäßig. Ich möchte mich damit natürlich herzlichst bedanken bei Julia, die mir diese Armlehnen überhaupt zugeschickt hat. Und Ivo möchte ich auch ein großes Dankeschön aussprechen, weil er mir natürlich diese Halterung gebaut hat. Und natürlich ein Dank geht noch an Manuel raus, der mir das Ganze dann eingebaut hat, der mir dann tatkräftig geholfen hat. Schaut gerne mal unten in der Videobeschreibung, da könnt ihr schauen, wie ihr mich unterstützen könnt. Und ich hoffe auf jeden Fall, euch hat es gefallen. Gebt gerne einen Daumen dafür nach oben. Und dann sehen wir uns hoffentlich im nächsten Video wieder. Also, haut rein!